Willkommen auf meinem Kanal, Freunde Fatih-Szene. Es geht weiter mit dem E36. Ich habe letztens eure Kommentare durchgelesen. Ich habe Nachrichten auf Instagram bekommen. Ihr wolltet unbedingt, dass ich ein E36 Kaufvideo mache, heißt euch Kauftipps gebe. Nun, ihr wolltet es haben. Jetzt mache ich das Video für euch. Als erstes, was ich immer darauf achte beim E36, ist am Kofferraum, Freunde. Bordwerkzeug, ja? Als erstes checke ich immer hier ab. Wenn es voll ist, immer ein gutes Zeichen. Zum Beispiel bei dem hier fehlen mir ein paar Sachen. Also kein gutes Zeichen. Den werde ich noch selber separat alles nachkaufen. Damit er wieder voll wie komplett im Original. Wenn ich schon im Kofferraum bin, normalerweise ist hier der Reserverad und hier die Matte. Bei mir, ich habe leider hier nichts drin gehabt. Guck ich hier wegen dem Rost. Hier wurde mal was geschweißt. Das ist nicht original. Ja? Zweiten Punkt, guck ich hier unter der Batterie nach. Weil da rosten die gerne auch hier im unteren Bereich, von der Batterie. Hier haben wir was, also ist jetzt nicht durchgerostet. Weiter geht's am Kofferraum, auch eine Krankheit. Bei dem jetzt, den werde ich jetzt im Sommer ausbessern. Weiter geht es hier an der Kante. Das ist Flugrost für mich. Das ist auch eine Schwachstelle vom E36. Also macht euch die Mühe, wenn der Kofferraum voll ist mit dem Reserverad etc. Packt alles aus. Das war's jetzt am Kofferraumbereich. Weiter geht's mit den Warnheberaufnahmen. Auch eine Schwachstelle vom E36 leider. Jeder zweite E36 rostet. Ist halt so, kann man nichts ändern. Hier unten rosten die gerne. Bei dem wurden die Seite schon mal gemacht, das weiß ich. Dann geht es ja bis hier hin, zum Beispiel. Hier rosten die auch gerne. Hier hört man das. Ich mache mir jetzt die Mühe für euch. Ich lege mich mal wieder unten hin. Alles in Ordnung noch. Aufnahmen ist noch da. Weiter geht es. Kotflügel, die Tür. In dem Bereich rosten die gerne. Es geht dann bis hier weiterhin. Die komplette untere Tür rostet. Deswegen macht das auf jeden Fall die Tür auf. Und dann legt euch wieder hin. Checkt das von hier unten ab. Bei mir jetzt. Ich habe jetzt hier nichts. Sieht alles gut aus. Positiv für mich. Weiter geht's. Mit der Haube. Vielleicht wissen es nicht viele. Der Bereich hier. Von der Motorhaube, die Kanten hier. Die rosten auch. Ich habe hier Gott sei Dank nichts. Der Bereich komplett müsst ihr aufpassen. Vorne motormäßig gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Die rosten, die rosten. Die kann man aber schnell ersetzen. Ist auch kein Problem. Weiter geht es hier am Dom. Hier am Dom rosten die auch. In dem Bereich. Müsst ihr auch mal drauf achten. Die Motorhaube-Seite habe ich euch schon gesagt gehabt. Dom habe ich euch gezeigt. Ich habe auch mal schon mal erlebt gehabt. Nierenblech. Ja, wenn da Steinchen und so reinkommen. Aber Nierenblech ist jetzt eine Kleinigkeit, sage ich mal. Wie gesagt, Kotflügel müsst ihr drauf achten. Hier die Aufnahmen wieder. Untere Kante. Macht immer auf. Macht euch die Mühe beim Autokauf. Checkt alles ab. Ich gucke mir das jetzt wieder an bei mir. Ich habe hier nichts. Sauber. Die Einstiege hier, die haben Rost. Die können Rost haben. Die anderen Sachen, die kann man jetzt hier nicht sehen, dafür bräuchte man eine Bühne. Der E36 rostet auch hier unten. Und darunter rosten die auch. Hatte ich auch schon mal gesehen gehabt. Ich rede auf Erfahrung. Der E36 ist halt so ein Thema mit Rost. Kann man jetzt nichts machen. Ist halt so. Hier rosten die. Bei mir ist zum Glück nichts. Wurde schon mal lackiert. Sieht gut aus. Falls ich was vergessen habe, wo der noch rosten kann, schreibt dann in den Kommentaren bitte. Eine ganz wichtige Sache habe ich noch vergessen. Hier am Kofferraum. Hier unten. Hier rosten die gerne unter dem Kennzeichen hier. Hier rosten die. So wie es bei mir. Guck mal hier. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. Aber die kriegt man mit Smart Repair auch schnell wieder raus. Ist kein Problem. Ich habe schlimmere Autos erlebt, wo du gar nicht mal den Kofferraum öffnen konntest. Der ganze Rost hier nicht reingefressen hat, sage ich jetzt. So schlimm mit Rost beim Kofferraum. Wenn er einmal hier vorne rostet, hier oben am Kofferraum, direkt einen neuen Kofferraumdeckel kaufen, direkt. Also nicht verbessert, kaufen direkt neuen. Bei mir zum Beispiel auf der linken Seite habe ich auch hier Flugrost. Hieß nichts durch, ja. Hieß nichts durch. Auf der Seite habe ich was, auf der anderen Seite hatte ich nichts. Ich habe jetzt auch Rost bei dem E36, ich kann es jetzt nicht ändern. Aber es ist jetzt so schlimm. Nein, das ist ganz normal, ist im Baujahr 98 jetzt, sogar einer der letzten hat auch Rost. Ist ein altes Auto, wenn du E36 kaufst, du hast Rostprobleme. Ja? Oder du kaufst den E36 328 jetzt, Beispiel, für 16.000, 17.000 Euro oder 18.000, 19.000 Euro, hast du vielleicht keine Rostprobleme. Deswegen, bei der Preiskategorie, den ich das Fahrzeug gekauft habe, ist voll im Rahmen. Und beim Cabrio jetzt, ich habe jetzt einen Hardtop verbaut, aber wenn dir eine Cabrio besichtigen geht, normal Verdeck, Verdeck ist geschlossen. Was machst du als erstes? In der Probefahrt, sage ich jetzt, fahr in die Waschanlage. Oder wenn der Käufer dir sagt, keine Waschanlage, Schönwetterfahrzeug, dann geh zu einer Waschbox, Hochdruckreiniger und mach das komplette Verdeck mal nass. Und dann guck mal, ob er von hier reintropft. Von der Kante, von der A-Säule hier reintropft, ja? Oder auch gerne in den hinteren Bereichen. Da muss man drauf achten. Zum Beispiel jetzt, da würden die hier auch von hier reinkommen. Wenn es undicht wäre. Ich habe es letztens beim Hardtop mal ausprobiert. Zum Glück war aber alles bei mir dicht. Verdeck kann ich jetzt leider nicht ausprobieren, weil es nicht funktioniert. Sonst hätte ich
Fahrzeug mal kurz nass gespritzt mit Eimer und dann könnten wir es sehen, ob der dicht ist oder nicht. Das war es jetzt zum Thema Verdeck und Rost. Wichtigsten Sachen vom Rost habe ich euch jetzt gezeigt, worauf ihr achten solltet. Lass uns mal kurz einsteigen. Ein E36 meiner Meinung nach sollte ein bisschen Ausstattung haben. Das Wichtigste ist bei mir Klimaautomatik. Das Fahrzeug muss meiner Meinung nach Klimaautomatik haben, auch wenn es ein Cabrio ist. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ich jetzt falsch liege oder nicht, ja. Meiner Meinung nach, Klimaautomatik muss es haben. Auch wenn es nur ein 318 ist, 316 ist, 328 ist. Klimaautomatik für mich das A und O. Ist auch gut, wenn du das Fahrzeug später mal verkaufen solltest. Mit der Klimaautomatik kannst du immer besser verkaufen, ja. Bei mir jetzt in dem Fall habe ich ein kleines Bordcomputer, einen mittleren, sage ich mal jetzt. Es gibt ja auch den größeren, den habe ich ja bei der Limousine. Feiere ich unnormal, die kann man auch umrüsten. Wenn du den mittleren hast, auf den größeren umzurüsten, ist überhaupt kein Problem. Zahlst du, habe ich gehört, deine 40, 50 Euro beim Programmierer und großer Bordcomputer zahlst du 100 Euro. Also mit 150 Euro bist du schon gut dabei. Weiter geht es mit der Soundanlage, mit dem Soundpaket jetzt. Ich habe das große jetzt drin. Es gibt ja auch die Variante nur mit einem. Also nur mit dem hier gibt es die. Und einmal mit dem Bein, also großen Sound. Und dann gibt es den noch mit Harman Kardon. Harman Kardon heutzutage 1000, 1500, 2000 Euro wollen dafür haben. Ich würde es leider nicht nachrüsten, aber wenn du den großen Soundpaket hast, ist völlig in Ordnung. Wir können mal kurz mal eintesten. Mein Radio funktioniert übrigens jetzt, habe ich letztens gemacht. Ist in Ordnung. Alles original vom BMW. An Ausstattung habe ich ja gesagt gehabt. Die Chromgriffe ist auch eine extra Ausstattung. Finde ich schön, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Erweitertes Leder, Seitenairbag, müsst ihr auch mal drauf achten. Sportsitze zeige ich euch. Viele denken, was ist das denn hier? Guck mal hier, guck mal, wie viel Dreck ich noch hier drin habe. Das Fahrzeug habe ich immer noch nicht sauber gemacht, ja. Viele denken, wenn du Sportsitze hast, hast du auch automatisch einen Endpaket immer drin gehabt. Nein, falsch, Freunde. Nur weil wenn wir jetzt Sportsitze drin haben, haben wir nicht unbedingt immer ein Endpaket ab Werk verbaut. Beim Coupé jetzt gibt es noch zusätzlich die elektrischen Ausstellfenster für hinten. In dem Bereich, genau die beim Cabrio sind, ja. Und beim Coupé ist es der Fall jetzt mittlerweile, wenn du es nachrüsten möchtest, beim Coupé die elektrischen Ausstellfenster, zahlst du locker 500 Euro. Und dann nochmal plus die Montage, wenn du es nicht selber machen kannst. Viel Geld. Wenn du ein Auto findest mit einem elektrischen Ausstellfenster, kauf es. Sportlenkrad haben wir hier. M-Sportlenkrad nennt sich das. Würde ich auch nachrüsten, wenn man den Originalen drinnen hat. Buslenkrad nenne ich das jetzt zum Beispiel. Oder das andere Lenkrad ohne Airbag. Ich feiere dieses Lenkrad beim E36. Es geht weiter. Das Auto könnte noch Sitzheizung haben. ASC haben. ASC haben die meistens jetzt. Die Facelift-Modelle ab 97, sage ich jetzt, müssen die alle mit ASC ausgeliefert worden sein. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Wenn ich falsch liege, schreib es in den Kommentaren bitte. Dann haben wir hier ein Lichtpaket. Ich will mal hier rein. Fußraum ist bei mir beleuchtet. Jetzt bei dem Fall ist Lichtpaket. Die Armlehne hat nicht jeder ab Werk. Bei mir jetzt ist die Lehne ab Werk drin. Ausstattungsmäßig geht vieles beim E36. Ich habe jetzt zum Beispiel Cabrio genommen, weil viele Cabrio sehen wollten unbedingt. Meiner Meinung nach ist das Fahrzeug gut ausgestattet. Natürlich, was mir fehlt, große Bordcomputer. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt nachrüsten soll. Das Wichtigste bei mir war beim Cabrio-Kauf Klimaautomatik. Eine Klimaautomatik muss auch beim Cabrio sein. Als Zusatzfeature bei meinem E36 Cabrio ist das schöne Hardtop. Das Fahrtop ist seit 1998 drauf als Ausstattung. Wenn ihr ein Cabrio habt und ihr habt keine Garage, dann nimmt im Winter Hardtop. Wirklich, ihr werdet damit zufrieden sein. Viele sagen zum Beispiel, das Auto muss M-Paket ab Werk haben. Also ich bin nicht der Meinung. Ja? Warum? M-Paket ab Werk heißt jetzt die Stoßstange, die M-Stoßstange, diese gedrehten Seitenschweller. Hier erkennt ihr den Knick, die M-Schweller, M-Paketschweller sage ich jetzt dazu, die M-Leisten, die sind flach mit M-Logo. Dann geht es weiter mit der M-Heckstoßstange mit dem M-Diffuser. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass die Teile original sind, könnt ihr hier abchecken. Hier macht ihr die Abdeckung runter, da ist eine Nummer, könnt ihr vergleichen. Und Diffuser, ihr müsst die Pego-Rego-Form rein, stimmt genau, Pego-Form. Bei den Seitenschweller kann ich jetzt nicht sagen, weil die sind innen drin, soweit ich weiß. Die Leiste nehmt ihr hier runter, könnt ihr von hier rausziehen. Und da drinnen steht die Nummer. So, M-Paket ab Werk ist das für mich. Noch was? Seile hier sind komplett in schwarz. Die Dichtungen hier, die sind komplett in schwarz. Heißt also, dass das Fahrzeug M-Paket ab Werk vom BMW ausgeliefert worden ist. Heißt jetzt also nicht, du hast einen schönen Cabrio, einen schönen Coupé, eine schöne Limousine. Das Auto hat kein M-Paket ab Werk. Aber der Besitzer hat das alles nachgerüstet. Heckstoßstange, Frontstoßstange, die Seitenschweller, die M-Leisten. Es ist alles original. Dann ist es für mich kein Grund, das Auto nicht zu kaufen, Freunde. Ein ehrliches Auto, Nachtkurs mit M-Paket, kein Problem. Warum nicht? Kann man kaufen. Wenn die Bremse runter ist, eine kleine Kante. Die sind erst bei mir nagelneu. Die Kupplung könnt ihr am besten testen, wenn ihr das Fahrzeug in eine Probefahrt ein bisschen, ihr wisst schon, quer nimmt. Wenn der Heck vernünftig quer kommt, dann ist das Problem in Ordnung. Und was ich hier am Motorraum noch direkt sagen kann,
achtet auf die Ventildeckeldichtung. Ja, die schwitzen gerne. Bei dem wurde es schon mal gewechselt, also gemacht. Ich habe jetzt erstmal keine Probleme. Achtet drauf, dann seht ihr auf jeden Fall hier ein bisschen Öl. Fahr das Fahrzeug ein bisschen vor und dann guck mal direkt, wo das Fahrzeug geparkt worden ist, ob unten rum auf der Straße ein bisschen Öl rumliegt oder ein bisschen Öltropfen. Als Fahranfänger rate ich euch immer, du bist 18, du willst ein Auto kaufen, du willst einen E36 kaufen, du willst Heckantrieb fahren, du willst Spaß haben, ja? Kauf dir einen 318. Oder wenn du ein bisschen schneller unterwegs sein willst, kauf dir einen 318 IS. Am besten in dem Fall ein Coupé, sage ich mal jetzt, ja? 318 IS ist jetzt nicht so langsam, macht auf jeden Fall Laune. Preis-Leistung 3.000 bis 4.000 müsstest du schon für einen guten ausgeben zurzeit. Wenn du ein bisschen schneller unterwegs sein willst, holst du einen 320. Würden jetzt viele denken, ist es aber nicht. Ein 318 IS ist meiner Meinung nach schneller wie ein 320. Ja, da werden wir jetzt verschiedene Meinungen haben. Wir haben es getestet gehabt, 318 IS war schneller wie ein 320. Vom Fahrspaß her macht der 320 auch sehr Spaß, ja. 6 Zylinder, ganz anderen Sound, macht auf jeden Fall Spaß und Laune. Als Fahranfänger würde ich dir aber keinen 2.8er raten. Mein Tipp für dich, kauf dir nicht einen 2.8er, wenn du gar keine Fahrerfahrung mit einem E36 schon gemacht hast. Weil viele unterschätzen die 2.8er. Ein Coupé kommt wirklich sehr leicht quer, ist kein Spaß jetzt und vor allem im Regen, ja. Wenn du kein ASC hast, kommt dieses Heck vom E36 wirklich quer. Ist kein Spaß jetzt. Viel unterstützt auch ein Cabrio, 2.8er Cabrio. Das Fahrzeug kommt quer. Gib mir in den zweiten Gang, fahr mal eine Kurve rein, dann lenk mal vernünftig ein. Das Fahrzeug kommt quer. Zum Beispiel im Regen. Viele unterschätzen es. Die denken, da passiert doch nichts, passiert doch nichts. Und dann Leitplanke gekürzt. Wir haben alles schon erlebt, Freunde. Deswegen unterschätzt ein 2.8er bitte nicht, ja? Und als Fahranfänger kauft euch bitte 318 erst oder ein 320. Das höchste ist für einen Anfänger jetzt. Und danach könnt ihr euch herantasten. 3,23, 25, 28, ja? Und dann rein erstmal später. Ich habe jetzt nicht viel an Ausstattung erzählt, was der BMW alles ab Werk gab. Deswegen, wenn ihr ein separates Video dazu sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Oder wenn du was weißt, was ich jetzt nicht alles erwähnt habe, ich habe ein bisschen vieles nicht erwähnt, deswegen schreibt es in den Kommentaren, damit die anderen Leute jetzt auch abchecken können, was alles ein E36 ab Werk haben kann. Letztens hatten wir eine Diskussion mit einem guten Kollegen von mir gehabt, Freunde. Und zwar, es ging darum, er meinte jetzt zu mir, da war ein Auto im Internet, ein 2.8er war da, Schaltgetriebe umgebaut von Automatik auf Schaltgetriebe und die Farbe war auch, glaube ich, ein Cosmos Schwarz umlackiert auf Techno-Violett, war ein Coupé. Keine Frage, sah sehr schön aus und der Preis war auch sehr, sehr gut, ja. Deine Meinung, 14.000 oder so. Meiner Meinung nach viel zu viel. Das ist jetzt meine Meinung. Jeder hat eine verschiedene Meinung dazu. So, ich sage dazu immer, ich kaufe ein E36 328i Schaltgetriebe in der originalen Farbe. Das Fahrzeug kann von mir aus komplett untenrum durchgerostet sein. Ich werde es machen. Für mich ist die Geschichte dahinter. Das Fahrzeug wurde von BMW mit Techno-Violett Coupé-Schalter ausgeliefert. Punkt aus. Finito für mich. Das reicht für mich. Dann kann ich die Karosserie retten. Ich weiß, man kann eine Karosserie immer retten. Ich weiß, es kostet. Ich kaufe mir dann kein Auto, was alles komplett umgebaut worden ist, komplett umlackiert ist. Dann weiß ich nichts mehr davon. Lieber gehe ich komplett auf den Originalzustand ein. Den Rest kann ich ja immer selber machen. Deswegen, das war meine Meinung. So, meine Community, das war's mit dem E36-Kauftipp-Video für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal Fatih10R. Und wenn ich was vergessen habe, schreibt es in den Kommentaren, was ich alles vergessen habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt aktiv.